Wir starten hier ohne Ausschweife. Ares gegen SDN, wie ihr das wolltet. Eine sehr hype Begegnung. Ich habe eben gerade schon in Doubles gegen Ares gespielt. Echt ziemlich clean. Und ich bin mal gespannt, wie er hier gegen den Besten im Norden, im Moment sehr unangefochten Besten im Norden spielt. Im Moment sieht es echt gut aus für ihn. Ja, gerade immer die Full Hop Nairs, habe ich auf jeden Fall bemerkt. Macht auch ordentlich Pressure. Jetzt hier gerade ein bisschen Zeit für SDN, hier ein bisschen Damage zu machen. Ja, auch eine starke Begegnung dafür, dass es ein Pools ist. Ich glaube, Ares hat so die meisten Turniere in MV gewonnen, aber in letzter Zeit ist es wohl dann doch eher Koshiray, der den ersten Platz einnimmt. Oh, hier gerade... Oh, das killt fast hier mit dem Backthrow. Oh mein Gott. Eben gerade einfach durchgearmort. Das hätte gekillt, aber die Armor rettet SDN vor dem Kill, macht Damage und gibt Ares Arsene. Oh, ist das ein Backthrow? Nein, das geht nicht. Ja, hier auch im Chat. Ares war in der ersten Season Platz 1 in MV, ziemlich eindeutig. Jetzt ist Koshiray. Und der erste Kill hier gerade für Ares. Das wäre ein riesen Upset, wenn er hier den Sieg holen kann. Einfach weil SDN auch schon die letzten Male unschlagbar war einfach. Aber hier direkt zurückgeholt von SDN. Und er ist natürlich auch eine Maschine, wenn es darum geht zu adapten. Aber da freue ich mich. Endlich mal Competition für SDN. Uiuiui. Ah, fast gekillt, aber... Die Rebels Guard hat da noch gerettet. Jetzt kann Ares gut zurückkommen. Oh mein Gott, die nähern zu Up Air Strings. Und wir haben die letzten Male gesehen, dass SDN sehr aggressiv spielt. Oh! Kurzer Meteor. Wie würde Ares darauf antworten? Einmal Najim hat im Chat. Wie sieht das aus mit der Koshi gegen C-Moll Geschichte? Was war das? Ich weiß jetzt nicht genau, wer C-Moll ist, um ehrlich zu sein. Habt ihr den Namen gehört? Auch letztens im Cloud-Spieler oder so? Ich weiß nicht mehr. Okay, aber zurück zum Match. Wir sehen hier inzwischen ziemlich große Lead für SDN. Wie ich eben schon gesagt habe mit der Adaption. Aber 79%, das ist alles noch machbar für Ares hier. Wie gesagt, Best of 3 hier im Moment in Pools. Dadurch, dass wir einfach 8 Leute pro Pool haben. Oh, hier gerade Chance. Chance für Ares. Oh mein Gott. Okay, also Ares ist auch ein Spieler, der echt gut an der Edge spielen kann. Und er macht mit seinem AH, oder wie das heißt, die Side-B von Joker, immer sehr viel Schaden. SDN sucht ja auch schon nach dem Kill und bekommt ihn mit der Dash-Attack. Typisch SDN, hier mit der Dash-Attack. Okay, C-Moll ist Top 5 in der Niederlande oder sowas. Strong, auf jeden Fall. Okay, also Koshi anscheinend auch außerhalb von Deutschland unterwegs. Oh, man sieht dich gar nicht. Ich bin gar nicht da. Dann rücke ich am besten ein bisschen so. Ja. Okay. Gut, also 1-0 hier gerade für SDN. Es war aber schon ein knappes Match. Ares hat gerade am Anfang ziemlich dominiert, aber jetzt gerade zeigt SDN, warum er der Beste hier im Norden ist. Seine Adaption ist halt wirklich einfach nur crazy. Gute Musik. Gerade auf dem letzten Stock werden wir es genießen können. Vielleicht singt ja auch wieder jemand mit. Oh! Wieder sehr
aggressiv drauf. Ne? Ja, SDN in letzter Zeit, also man sieht, wie er jedes Mal Progress macht. Immer wenn er bei NEZ ist, ist er irgendwie besser. Ich glaube, im Moment ist er viel in der Smash Ladder. Es gibt jetzt so eine europäische Smash Ladder online. Da ist er viel unterwegs. Schöner F-Tilt. 42% erst auf ihm drauf. Also jetzt gerade ist er wieder unantastbar hier. Das ist alles großer Damage hier. Und das mit einem Charakter wie Ike halt. Also jetzt gerade wurde von PG Stats oder ich weiß nicht von wem irgendwas offizielles, relativ offizielles, neue Tierlist rausgebracht. Ike ist irgendwie D-, also sehr, sehr low gerankt. Während, die Fair von Ike trotzdem killt. Aber Joker ist halt, schön! Jab Reset und dann einfach, zwar kein Jab, aber ein Reset. Winter Up Smash killt aber noch nicht. Letzter Stock hier gerade, man hört schon die Musik. Pinch Music. Intens. Vielleicht sehen wir hier jetzt noch einen Kill von Ares. Schwierig. Aber da ist der Kill noch. Okay. Schafft's also wenigstens noch den Stock zu holen. Die Pinch Music gibt ihm bestimmt ordentlich Antrieb. Oh, das ist vielleicht der Start. Ja, er versucht es auf jeden Fall. Aber SDN scheint auf alles vorbereitet zu sein. Oh, auch schon wieder ein Reset. Und auch wieder die Rolle nach innen von SDN. Diesmal war Ares nicht darauf vorbereitet. Wenn man jetzt von den Stocks absieht, ziemlich even, wobei man natürlich draufrechnen muss, dass SDN sehr früh killen kann. Jokers Arsene im Moment eher nicht. Da, das killt. Das habe ich gar nicht kommen sehen gerade. Und das war eben noch bei 3 Stocks, ne? Also kommt hier tatsächlich nochmal zurück. Nochmal 0% für SDN. Schafft Ares es hier vielleicht noch einmal eine Kombo zu bekommen. Inzwischen ist Joker auch schon fast da. Nur noch Augenblicke. Oh no! Kurz vor Joker. SDN wieder mit dem F-Tilt. Und holt sich hier das Set 2-0. Lässt sich da nicht lumpen.